Vielen Dank, Herr Müller, dass Sie uns für ein kurzes Videointerview zur Verfügung stehen. Wir hatten gerade ein sehr gutes, sehr angeregtes Gespräch und wollen jetzt so mit drei Fragen mal ein Fazit ziehen. Der erste Bereich, den wir besprochen haben, war das Thema Arbeitswelt, Homeoffice, Arbeitsschutz. Was ist Ihnen in dem Bereich denn da wichtig? Eine Forderung, die Sie ja auch angesprochen haben, war, dass wir den ganzen Bereich Homeoffice auch rechtlich regeln müssen. Die Forderung unterstütze ich ausdrücklich. Also ich sehe den Bedarf, dort etwas zu machen. Ich bin gegen einen Rechtsanspruch auf Homeoffice. Ganz einfach, weil meine Befürchtung ist, dass dadurch auf der einen Seite eine Erwartungshaltung dann auch aufkommt, und zwar auf beiden Seiten, auf Arbeitnehmerseite wie auch auf Arbeitgeberseite. Und ich finde, bei allen Möglichkeiten auch Homeoffice zu nutzen und moderne Arbeitsformen auch zu nutzen, die Trennung, grundsätzliche Trennung zwischen dem Arbeitsplatz und der privaten Wohnung beispielsweise, sollte schon aufrechterhalten bleiben, weil, wie ich finde, jeder Arbeitnehmer auch die Möglichkeit haben muss, dann von der Arbeit auch abzuschalten, nach Hause zu kommen und zu sagen, jetzt ist die Arbeit beendet. Dankeschön. Der zweite Bereich, was ist das Gesundheitssystem? Pflege, Gesundheit. Da haben wir eine Forderung drinstehen, die da heißt, schrittweise die Privatisierung im Bereich Krankenhäuser zum Beispiel oder im Bereich der Pflege rückabzuwickeln, wie unsere Formulierung ist. Was halten Sie von so einer Forderung? Das ist natürlich eine freundliche Beschreibung für Verstaatlichung. Also für eine Verstaatlichung von Unternehmen werden Sie mich nicht gewinnen können. Da bin ich nicht dafür. Grundsätzlich finde ich aber auch, dass privat nicht immer besser ist, als wenn es staatlich organisiert wird. Und wo wir einer Meinung sind, ist, dass Gesundheitsversorgung Daseinsvorsorge ist und der Staat jedenfalls die Versorgung auch sicherstellen muss. Wenn es private Anbieter gibt, dann habe ich grundsätzlich damit kein Problem. Aber nur private Anbieter zu haben und dann Gesundheit sozusagen zur Ware zu machen, dafür bin ich nicht zu gewinnen. Vielen Dank. Der letzte Bereich, der ja auch einen gewissen Raum angenommen hat in unserem Gespräch, ist das Thema Sonntag. Also die KHB steht für den freien Sonntag, für den Sonntagsschutz. Jetzt haben wir festgestellt, dass im Wahlprogramm der CSU drinsteht, den Anlassbezug zu streichen, was für uns sehr problematisch ist, weil wir dadurch erwarten eine Anzahl von verkaufsoffenen Sonntagen. Wie ist denn so Ihre Meinung dazu? Ich habe dem, was im Wahlprogramm steht, zugestimmt. Das heißt, ich war da mit dabei. Es gab aber, das darf ich schon sagen, auch eine intensive Diskussion über diese Frage. Die Befürchtungen, die Sie geäußert haben, dass der Wegfall des Anlassbezugs dazu führt, dass irgendwann auch diese Beschränkung auf 4 verkaufsoffene Sonntage pro Jahr wegfällt, die teile ich nicht. Also die Befürchtungen, die sind, glaube ich, unbegründet. Soweit darf es auch nicht kommen. Also ich finde persönlich, dass jedenfalls 4 verkaufsoffene Sonntage diese Möglichkeit, dass das völlig ausreichend ist. Und wenn es darum geht, die Innenstädte wieder zu beleben, geht es um noch ganz andere Themen und nicht um die Frage, ob man dann öfter am Sonntag auch wirklich einkaufen kann. Ich persönlich nutze das ohnehin nur sehr, sehr zurückhaltend. Ich finde jedenfalls auch in meiner Tätigkeit noch Gelegenheit, auch an anderen Tagen in der Woche einkaufen zu gehen. Ich brauche den verkaufsoffenen Sonntag nicht. Vielen Dank. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg am 26.09. bei der Bundestagswahl und so als Wunsch, dass wir auch danach im Kontakt bleiben, weil es ist einfach wichtig, sich gegenseitig auszutauschen. Vielen Dank, dass Sie uns zur Verfügung gestanden haben und die Zusage, dass wir uns auch nach der Wahl, sofern ich wiedergewählt werde, dann treffen können, die haben wir ja gegeben, die habe ich Ihnen gegeben und die steht. Alles klar. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön.